Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Narbenbundle von Katja Krasavice. Alle weiteren Informationen zu dieser Single, der Tracklist und dem Bundle-Inhalt, sowie natürlich auch die Links zur Single und zum Bundle findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Narben von Katja Krasavice, das Ganze aus dem Jahr 2021. Wir haben hier mal wieder ein Bundle aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, das Bundle kommt hier direkt in einem Turnbeutel, also in so einem Gymbag, der mehr oder weniger auch direkt die Verpackung darstellt. Also ein schwarzer Gymbag hier mit weißem Aufdruck. Und wenn wir hier reinschauen, dann bekommen wir auch gleich die zwei weiteren Bundle-Inhalte. Einmal ein Shirt und zusätzlich natürlich die Single an sich. Ja, das sind die drei Inhalte, aus denen dieses Bundle hier zusammengesetzt ist. Wir machen den Turnbeutel mal zur Seite und holen die zwei Sachen mal aus der Folie. So, einmal das Shirt. Wir sehen es schon hier auf der Folie. Das Ganze ist Größe M. Und dann haben wir noch die Single. Die müssen wir auch noch aus der Folie holen. Perfekt abgestimmt hier mit dieser Regenbogenoptik. Genau wie die Klinge. So, und dann machen wir hier mal auf und starten wie immer direkt mit der Musik. Kommt hier in diesem Fall in einem Slim Case. Dieses ja, unzufriedene, traurige Gesicht, das kennen wir schon von dem Gymbag, das ist so das Logo der Single. Darüber lesen wir Narben, darunter Katja Krasavice und Marvin. Also es war die dritte Single von ihrem Album Pussy Power. Und als Feature-Gast hat sie hier Marvin Balsters mit drauf. Auf der Seite beschriftet. Auf der Rückseite sehen wir die CD durch. Und hier oben, wenn wir uns das hier anschauen, ja, da sehen wir noch die Infos, die Credits und die Logos. Das Ganze ist designt worden von Adobe Kit. Wir schauen mal rein. So, Booklet haben wir keins, wie so oft bei diesen Singles, aber wir haben hier einen Einleger. Die wichtigsten Infos stehen hier drin, also die Credits. Dann haben wir hier noch die Info, dass es wirklich nur ein Track ist, also keine Instrumental- oder Remix-Variante, wirklich nur der Track Narben. Die CD kommt dann hier wieder in diesem Rainbow-Design mit diesem traurigen Gesicht. Packen wir wieder rein. So, das war's zu der CD. Dann haben wir mit dabei das Shirt. Das kommt in Schwarz und hat auch hier wieder diese Regenbogenoptik. In diesem Fall haben wir den Narbenschriftzug. Der ist relativ weit oben, also hier ziemlich nah dran am Hals. Auf der linken Seite, auf der Schulter oder am Oberarm dann, nochmal das Logo hier, ebenfalls in dieser Regenbogenoptik. Andere Ärmel ist nicht beschriftet oder bedruckt, aber dafür die Rückseite. Hier haben wir nochmal riesengroß dieses Gesicht und darüber den Narbenschriftzug in Weiß. Das Ganze hat auch, ist die Frage, ob es hier rüberkommt, noch so eine Glitzeroptik, also wie so kleine Glitzerelemente, die hier in die bedruckte Fläche eingearbeitet wurden. Und bei dem Shirt selber haben wir es zu tun mit einem Shirt in der Größe M. Die Größe konnte man frei auswählen. Ich habe mich für M entschieden. Ah, was mir jetzt auch gerade auffällt, der Druck hier, speziell der Narbendruck oben, der ist ziemlich dick. Also der ist, ja, man sieht es, fast schon so eine 3D-Optik. Der steht hier ziemlich weit raus. Also der ist heftig, der Schriftzug. Und unten, genau, danach habe ich gesucht, haben wir einen Zettel, wir haben hier ein T-Shirt Loose Fit, also sitzt sehr locker, ist ein großer Schnitt. Und das Ganze ist 100% Baumwolle und made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir packen das Shirt wieder zusammen und kommen dann zum dritten und letzten Bundle-Inhalt. Und zwar zu dem Turnbeutel. So, Shirt weg. Und das ist der Turnbeutel, beziehungsweise ja, Gymbag. Auch hier wieder klassisch in Schwarz, dann in Weiß aufgedruckt das Gesicht.
Innen- oder Rückseite schwarz. So sieht das hier von innen aus. Und wir haben hier, was lesen wir hier? Magma in Nürnberg. Aber bezüglich Material oder so steht hier nichts weiter. Okay. Egal. An den Seiten links und rechts haben wir dann noch diese schwarzen Bändel, also diese Schnüre, wie man es kennt. Die sind unten hier entsprechend vernäht, links und rechts. Und oben, damit man dann hier entsprechend das Ganze zuziehen kann, um den Beutel zu schließen oder zumindest ja oben hier die Öffnung zu verengen. Gut, das war's auch schon. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dem Bundle befindet. Einmal der eben gezeigte Gymbag hier, der Tourenbeutel in schwarz und weiß. Dazu das Shirt mit farbenfrohen Aufdrucken. Und natürlich die Single an sich im Slim Case. Narben von Katja Krasavice und Marvin Balsters. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album, nein, von der Single bzw. dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Katja unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.